ik sta hier voor de Russische ambassade in Berlijn, waar de politie net een demonstratie heeft verboden van tienduizenden mensen, omdat de afstanden in de coronapandemie van 1,5 meter niet zijn ingehouden en de meeste bezoekers ook geen mondkapjes droegen als die afstanden kleiner waren. Goedendag, ze zijn heute gekomen naar Berlijn om te protesteren. Ze maken dat in kracht en ook met een liefdesfahne. Waarom zijn ze heute hier? Ja, ze hebben schon gezegd, zum protesteren. Um ein Zeichen zu setzen. Wogegen? Ja, für die Freiheit und dass die Leute hier wach sind. Das muss man zeigen, dass wir hier sind. Ja, Sie haben heute dieses Plakat angeladen, das Volk ist da. Warum sind Sie heute hier in Berlin mit dem Plakat? Um Frau Merkel aufzufordern, diese möglicherweise letzte Chance auf eine friedliche Beilegung zu verdeutlichen, dass Frau Merkel merkt, das ist ihre letzte Chance, bei dem Volk nicht als sehr böse Person wahrgenommen zu werden. Es ist eine normale Demonstration. Es wurde zu besonderer Friedlichkeit aufgefordert. Das ist auch so. Die Polizei beginnt hier mit bösartigen Maßnahmen. Hallo? Können wir stehen oder was? Können wir stehen?